Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass ihr einschaltet hier zu einem neuen Omsi-Video hier auf diesem Kanal. Selbstverständlich wieder mal hier mit Weihnachtsdesign vom Irvine und Weihnachtskarte von letztem Jahr. Denn diese Karte ist die Karte Grobrau. Ich glaube, so nennt sie sich. Das war die Weihnachtskarte damals, also von letztes Jahr von Omsi Webdisk. Sowas finde ich eine geile Sache, wenn man sowas mit reinpackt. Schade ist, dass Omsi Webdisk dieses Jahr wohl keinen Weihnachtskalender hat. Nur mit ich aber die Karte Gott sei Dank irgendwo abgesichert hatte und wie sie jetzt halt dementsprechend benutzen können. Da freue ich mich sehr drauf. Wir sind heute auf der einzigen Linie hier unterwegs, auf der Linie 11. So sieht das Ganze aus und die Fahrt dauert jetzt noch nicht lange. Allerdings haben wir hier eine coole Sache mit bei, denn der Weihnachtsmann läuft hier irgendwo rum. Und ja, mal gucken, vielleicht sehen wir ihn ja. Löse ich dann natürlich am Ende dann auf, wieso, weshalb, warum hier auf einmal ein Weihnachtsmann langläuft. Und ja, von daher würde ich mal sagen, springen wir mal rein. Und ihr seht schon, es ist wieder Virtual Reality, nicht Time. Es ist Tracker, ja. So, mal gucken. Wir starten erstmal das Ganze. Ich habe mal geguckt, ob es so Weihnachts-Repaints gibt oder sowas. Irgendwas zerschießt mir gerade so ziemlich mein Omsi. Meine ganzen Busse sind irgendwie, funktionieren nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wo da das Problem da an der ganzen Sache liegt. Ich finde das mega anstrengend, tatsächlich. So, 1, 2, 3, 4. Nein, 1, 1, 1, 1 und 1, 1, 1, 1. Und ja, Linieneingabe. Haben wir die. Oh, hör doch mal auf. Was ist denn mit diesem blöden Track-IR neuerdings los? Park and Ride Grobau. Irgendwie haut hier was mit dem Sensor nicht hin, kann ich mir nur vorstellen. So. Vielleicht die Mütze zu weit unten oder so, keine Ahnung. So, ich hoffe, das funktioniert. Achso, wir müssten vielleicht noch die Spiegel ausklappen. Das wäre natürlich eine coole Sache. So, Park and Ride. Sehr schön. So. So. Auto anmachen hier. So ein bisschen warm machen. So, wollen allerdings keine Fahrgäste mit rein. Wenn wir mal anders lösen, eventuell funktioniert das Ganze. Nö. So. Hallo. So. Hallo. Dann können wir sie einsteigen lassen. Hallo. Hallo, 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 hallo. So. Ja, wie gesagt, die Karte ist halt wirklich winzig. Ihr habt gesehen, gerade mal drei Haltestellen. Wir fahren direkt jetzt hier von Shuttle PR Heine, fahren wir jetzt direkt zum Markt und von da geht es dann wieder zurück und dann kann man das praktisch das hier jetzt hin und her fahren. Ich finde, das ist eine coole Sache. Ich gucke gerade, ob ich hier schon irgendwo... Nee. Aktuell sehe ich nicht hier rumlaufen, den Weihnachtsmann. Aber... Das ist eine coole Sache. Wie gesagt, absolute reine Weihnachtskarte und ich fand sie damals schon so faszinierend. Es ist schade, warum sich darum zum Beispiel heute keiner mehr so wirklich kümmert. Ich habe mal geguckt, einfach mal so aus Jux und Laune, ob man so ein bisschen so diese Chrono-Events halt mal so ein bisschen nachverfolgt. So, welche Karten zum Beispiel bieten Chrono-Events? Tatsächlich war ich extrem enttäuscht gewesen, dass... die meisten PWN uns keine Chrono-Events haben. Das ist echt schade. Freeware-Karten oder sowas findest du halt, diese Chrono-Events. Aber da habe ich das Problem an der Sache, dass das Ganze halt nicht so, naja, da fehlen irgendwie Objekte. Auf einmal hängen da Kugeln, der Weihnachtsbaum ist nicht da und all solche Sachen. Ja, die Weihnachtsmärkte, ja, da hast du so zwei, drei Häuschen drauf und das bewerben die jetzt praktisch als Weihnachtsmarkt.
Oder ja, es gibt natürlich auch PW-Addons, da wo halt auch ein Weihnachtsmarkt ist, steht ein Baum. Ja, und da haben sie eine größere Menschenmasse hingestellt. Klasse. Also was ist nicht Weihnachtsmarkt-Feeling. Und wie gesagt, gerade heute, wo ja jetzt nun mal Weihnachten ist, ja, also nicht heute Weihnachten, sondern jetzt die Weihnachtszeit halt ist, ist es natürlich schön, wenn es denn sowas halt in irgendwie eine Simulation irgendwie findet. Falls irgendwer von euch da draußen eventuell an so eine schöne Weihnachtskarte bastelt, gerne. Oh, da! Da ist er. Da haben wir. Da läuft der Weihnachtsmann. Lieber guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an. Großartig. Nein, was wollte ich sagen? Ja, falls irgendwer von euch da draußen so eine fette Weihnachtskarte bastelt, gerne. Ich liebe diese ganze Thematik rund um Weihnachten. Ich liebe es, wie die Lichter leuchten, ja, wenn es dunkel ist. Ich liebe, wenn die Leute ihre Fenster beschmücken und alles schick machen. Ich liebe es, wenn der Weihnachtsbaum so schön so mit Glitzer und Glitter und alles sowas verpackt ist, ja, wo das alles glitzert und oh. Und ich freue mich umso mehr, dass meine Kinder jetzt so mittlerweile schon so langsam in den Alter kommen, also meine Tochter jetzt eher, sondern man braucht noch ein bisschen, aber Tochter begreift das Ganze schon so rund um das Thema Weihnachten und Weihnachtsmann und Geschenke und ey, großartig. Ich war ja damals schon immer so ein Nerd, ja, so ein Weihnachtsnerd. Einfach mal so aus ein bisschen so aus dem Plauder-Nähkästchen hier quatschen. Ja, da war schon mal so gewesen, dass ich mir dann so, weil ich ja damals als kleiner Piefke kein Geld hatte oder sowas, das war ja damals ja noch ein bisschen anders gewesen zu meiner Zeit, da hatten wir Bilder gehabt, ja. Da gab es also diese Ausmalbilder, die habe ich dann ausgemalt und habe mir die an die Wand geklebt und hatte meinen Weihnachten damit so dekoriert. Schön, oder? Das ist doch herzergreifende Story. So, ich würde sagen, wir legen los. Die Strecke sind wir letztes Mal schon mal gefahren, also was ist letztes Mal, letztes Jahr. Allerdings, sind wir das mit dem älteren Bus gefahren, mit dem O407, und der funktioniert bei mir nicht mehr. Der O407 funktioniert bei mir. Ich verstehe das nicht. So, hier auch schön alles Weihnachten, so Schnee und so, ja. Ah, ich habe Ende Januar Urlaub und da wollen wir nochmal in den Harz fahren. Mal gucken. Müsste ja es genauso aussehen, wie jetzt hier in Omsi. Alles weiß. Freue ich mich drauf. Wie gesagt, also ich wohne hier eigentlich komplett falsch hier in Berlin, ja, weil hier gibt es einfach keinen Schnee. Und ich bin halt schon so ein Mensch, ja, der so Schnee braucht halt, ja, also. Das war damals halt so gewesen. Ist heute leider nicht mehr so der Fall. Aber ist ja nun mal, es verändert sich halt alles. Das ist halt so das ganze Klima und sowas. Das ist ja nicht mehr so wie früher. So. Machen wir mal hier an. So, ja, ich sehe hier eine Temperatur. Ich gucke gerade. Weil irgendwer meinte, ich mache die Heizung immer nur für mich an. Kann ich ja gar nicht einstellen hier. Da merkt man mal, ich bin Autofahrer. Da musst du Heizung einfach nur anmachen, weißt? So. Boah, fällt
der Scheiße. Der fährt ja, das ist ja unglaublich. Er hat da seinen Führerschein gewonnen, oder? So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ne, hier noch nicht rum. Mann, also dieses Tracker, ja, das lässt auch immer mehr nach. Meine Güte. So, grün werden. Ja, aber der hätte ich doch jetzt nicht einfangen können, oder? Doch, hätte ich. Und Lob und so war es wahrscheinlich auch vorgesehen, aber wir können auch so rumfahren. Spielt keine Rolle, ob wir jetzt nun vorne oder hinten rumfahren. Na, fahr doch. Erste Stunde Fahrschule ist ja nichts dagegen, ne? Was jammern Sie denn jetzt? Immer nur am Nörgeln, die Leute. Immer nur am Nörgeln. Das hier mit dem Spiegel ist extrem blöd gemacht hier. Du musst mit Tracker eher so hoch gucken. So, da steigt auch gleich Santa Claus ein. Hallo. Guten Tag. Ho, 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 ho. So, lass uns gucken. Oh Gott, schon wieder. Ah, habt ihr gehört? Wir haben meistens mal mit mir geredet. So. Ah, jetzt habe ich verstanden, was er gesagt hat. Wo er gerade eingestiegen ist. Waren Sie auch immer brav? Also, diese Stimme, die ist ja furchtbar. Na, aber das ist die Weihnachtskarte. Ich sag dir ja, ne, es ist wirklich nicht viel, aber ich finde sie halt super putzig, ja. Wenn man sowas dann auch mal so für eine andere Linie macht, es muss ja nichts Großes sein, so, weißt du, aber man könnte sowas hier in der Strecke locker einbauen.
So. Und damit sind wir an unseren Startplatz angekommen. Ja, was hat es hier mit den Weihnachtsmännern auf sich? Kann ich euch sagen, und zwar für Harleycon-Kunden ist es so, dass sie diesen Weihnachtsmann kostenlos zum Download haben im Harleycon-Shop. Ihr müsst allerdings registriert sein, um euch diesen wundervollen Menschen jetzt auch in OMSI zu holen. Das war schon eine Aktion in Halloween gewesen, da konnte man sich ja das Gespenst dort runterladen, wenn man Harleycon-Kunde ist. Und jetzt halt haben sie am 6. Dezember den Weihnachtsmann halt dementsprechend veröffentlicht. Im kompletten 3D-Modell. Ich finde, der ist gar nicht mal so hässlich geworden. Ne, also kann man gut durchgehen lassen. Ja, so als Weihnachtsmann technisch so ist es schon eine nette Geste von Harleycon, muss man aber dazu sagen, eine nette Geste. Wie gesagt, seid ihr dort Kunde, dann könnt ihr euch das Ganze dort runterladen. Absolut kostenlos, ihr bezahlt nicht einen Cent dafür. Und könnt euch gleich noch das Gespenst mitnehmen und dann passt das Ganze. Dann habt ihr hier so immer so für so eine kleinen Sachen, wie zum Beispiel Weihnachten, Halloween oder sowas. Vielleicht kommt dann auch irgendwann noch der Osterhase, man weiß es nicht, ne? Vielleicht in zukünftig dann auch noch in OMSI. Das ist eigentlich eine nette Sache, da muss man Harleycon einfach mal sagen, ist putzig, ist nett, ne? Ist nicht selbstverständlich. Das könnte ja zum Beispiel auch ein Kandidat eines größeren Addons zum Beispiel machen, dass man sowas kostenfrei zur Verfügung stellt. Aber so sei es, ist nicht so. Und ja, von daher muss man das Ganze auch mal ein bisschen sagen, so einen kleinen Lob aussprechen. Ich finde es okay. Es ist zwar jetzt kein Highlight, ne, kein Must-Have und wie auch immer, aber es ist immerhin eine nette Geste. Und wenn ihr natürlich OMSI noch nicht gekauft habt, dann könnt ihr das Ganze hier natürlich kaufen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ne? Das ist ein sogenannter Ref-Link. Da könnt ihr uns ein bisschen unterstützen mit, wenn ihr ja OMSI 2 kaufen möchtet. Und ich verabschiede mich. Das war schon wieder von der Folge heute. Wir sehen uns zum nächsten Part wieder. Dann geht's mal wieder zurück nach Telto. Bin mal gespannt, wie euch das neue Update gefällt von der neuen Karte. Und freue mich natürlich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Sage danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.